Hallo, heute haben wir eine kleine Premiere. Es ist ein Freund vorbeigekommen mit einem Wohnmobil, ein Eurer 590. Und den möchte ich euch vorstellen, das ist der liebe Michael. Und der hat viele Veränderungen an seinem Wohnmobil vorgenommen und die werde ich euch auch zeigen. Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Wir starten mal unsere Roomtour mit einem Überflug. Wir gucken uns das Wohnmobil mal von oben an. Und da sehen wir Klarsichthauben. Und wir sehen dort eine Solaranlage mit drei Paneelen und eine digitale Sattanlage. Und jetzt gucken wir uns mal die technischen Daten an. Es ist ein Eurer 590 DSS, Baujahr 1995, auf Basis vom Ducato 230. Es ist ein 2,5 Liter Diesel, es ist nicht der Turbodiesel, es ist der normale Diesel mit 62 kW. Die Länge beträgt 5,28 m, die Breite 2,28 m, das Leergewicht 2685 kg und das Gesamtgewicht 3400 kg. Und nun schauen wir uns mal die Raumaufteilung an. Hinten finden wir die Dinette, hinten links in der Ecke. Und weiter geht es dann mit dem WC gegenüberliegend. Das ist so mit einer Tür über Eck verbaut. Anschließend an das WC haben wir den Schrank. An den Schrank anschließend wieder die Dinette. Hier kann man die Auszüge nutzen, seitlich an den Sitzbänken und damit die Schlafmöglichkeit verbreitern. Der Tisch wird abgesenkt, sodass man dort gut mit zwei Personen schlafen kann. Gegenüber von der Dinette finden wir die Küche und ganz vorne finden wir den Alkoven. Dann schauen wir uns zuerst mal das Wohnmobil von außen an. So sieht es aus. Basis ist ein Ducato 230. Das Wohnmobil ist relativ kompakt, das bietet natürlich viele Vorteile. Man bekommt damit natürlich sehr leichten Stellplatz und kann sich auch so mal irgendwo dabei stellen. Das ist eben ein Vorteil von einem vielleicht etwas kürzeren Wohnmobil. So sieht er von außen aus. Von innen schauen wir uns auch gleich an. Dann schauen wir ihn mal unter die Motorhaube. Hier wirkt auch ein 2,5 Liter Dieselmotor, aber ohne Turbolader. Dies ist diese Variante ohne Turbo. Wie ihr seht, hier ist die Ansaugbrücke und geht es direkt zum Luftfilter, wenn es sonst runter zum Turbolader geht. Vorteil ist, es ist hier alles etwas freier, direkter Blick auf die Einspritzpumpe, mechanische Einspritzpumpe. So sieht es im Motorraum aus. Und wenn man genau hinguckt, seht ihr hier, hat der liebe Michael auch schon die Aufhängungen vom Motor und Getriebe neu gemacht. Die zeigen wir euch gleich auch nochmal. Hier sieht man es etwas schlechter, wie die denn so aussahen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Motoraufnahmen, die ich getauscht habe und die der Michael auch getauscht hat. Die oberen, das sind meine. Wenn man genau hinguckt, es sind wirklich die identischen Beschädigungen. Hier, das sind die Motorgetriebeaufhängungen, sind bei mir hier oben abgerissen, sind hier Risse drin. Bei diesem hier genau das gleiche. Hier auch komplett aufgerissen. Bei mir das untere Lager, die Vollkatastrophe. Hier, ihr seht auch schon, wie es da aussieht. Bei ihm ist es ein Saugdiesel mit wahnsinnigen 80, 82 PS. Hier beim Turbodiesel hängt noch ein bisschen mehr dran. Aber die Gummis, die müsst ihr austauschen. An der Haube werden hier Gummikanten angeklebt. Und die haben den Vorteil, das ist nicht nur Schallschutz, sondern auch ganz stark, dass einem das Wasser nicht reinläuft. Sonst läuft einem das Wasser gerne hier rein. Und das hat man besonders stark auf der Seite, wo die Batterie steht. Das wird jeder von euch kennen, der einen 230 hat. Das Wasser läuft hier rein, läuft hier über die Kante, auf die Batterie, hier runter und frisst sich dann vorne am Holm richtig schön fest. Also dafür ist das von Vorteil. Jetzt gucken wir uns das an, wie es aussieht, wenn die Haube zu ist. Hier sieht man jetzt das Gummi und es liegt genau auf der Kotflügelkante an. Müsst ihr beim Aufkleben genau darauf achten, dass es gut sitzt. Und damit schließt es hier den Spalt und es kann erst gar kein Wasser eindringen. Wenn es erst gar nicht reinkommt,
kannst du unten drunter nicht weiterlaufen. Eine gute Lösung. Weitere Verbesserung, die vorgenommen wurde, ist auch hier wurde ein Gummi angesetzt. Hier sieht man es mal im Profil, das hier zur Haube hin abdichtet. Dadurch kommt das Regenwasser auch hier von hier nicht rein. Ganz wichtig, das abdichten. Was weiterhin wichtig ist, hier geht es ja rein zur Klimakiste. Und wenn das Wasser euch da nicht abläuft, da gibt es hier unten einen Ablauf. Wir haben den mal gerade aufgezogen. Da soll noch ein T-Stück rein, dass es zwei Abläufe gibt. Hier, guckt da rein, da sieht er den offenen Schlauch. Da kommt noch ein T-Stück rein. Ihr müsst bei euch im Zweifelsfall hier aufmachen und dann gucken, ob der Schlauch frei ist. Das ist unten ein Ablauf. Weitere Verbesserungen sehen wir hier. Die Leuchtweitenregulierung. Das sind die Motoren, die man sonst auch in einem Polo oder Corsa wiederfindet. Wenn hier hinten angesetzt, drei Kabel kommen raus und gehen dann vorne in die Steuerung. Hier schauen wir jetzt mal durch die Fahrertür rein und wie ihr seht, hier die Dichtung, die kennt ihr schon von meinem letzten Video. Die hat der Michael bei sich auch eingeklebt und er kann auch nur bestätigen, das bringt wirklich was. Also in die Türen hier die Dichtung reinkleben, hier an die Unterkante, schön dran lang hoch, oben hin und damit wird das Fahrzeug eine ganze Ecke ruhiger. Jetzt schauen wir mal hier ins Fahrerhaus rein. Das erste, was wir sehen, wenn wir reingucken, ist hier gleich ein Manometer. Das ist für die Zusatzluftfederung. Hier ein Ventil, mit dem man sie dann hinten aufpumpen kann. Wir gucken weiter rein. Wir haben Sitze von Isri drin. Und dann schauen wir mal, was hier sonst noch so verbaut wurde. Hier ist die Bedienung für die Leuchtweitenregulierung. Das solltet ihr auf alle Fälle ändern. Diese pneumatische oder wie auch immer mit Flüssigkeit, das taugt nichts. Die sollte man ändern. Hier, wie ihr seht, alles schön gemacht, dass es möglichst original aussieht, weil in ein paar Jahren steht das H-Kennzeichen an. Dafür auch dieser Bildschirm. Gibt es natürlich in flach und in weiß der Geier wie, aber fürs H-Kennzeichen sowas ist dann eben original und schön. Jetzt schauen wir mal weiter rein. Ich setze mich mal in die gute Stube rein. Ah. Ups, ich muss euch Luft. Luft. Ja, wir sehen das normale Cockpit des 230. Alles schön unverbohrt, nicht irgendwelche tausend komischen Sachen dran. Und das ist auch wichtig fürs H-Kennzeichen. Wenn ihr mal auf H-Kennzeichen wollt, solltet ihr auch zusehen, dass ihr es möglichst original habt. Jetzt schauen wir noch so ein paar schöne Zusatzsachen, die der Michael hier eingebaut hat. Ich weiß nicht, ob es gut auf der Kamera kommt. Das ist hier ein Gerät für den Luftdruck. Zeigt das schön an. 4.0 hinten, 4.1, 4.0 vorne. Die meisten Einsätze für ein ADAC sind Reifenpannen. Und warum sind das die meisten Einsätze mit Reifenpannen? Weil die Leute den falschen Luftdruck haben. So ist es wirklich sehr gefährlich. Insofern ist so ein Zusatz mit Sicherheit eine tolle Sache. Ich lehne mich mal ein bisschen weiter zurück. Und wir gucken mal hier auf den Rückspiegel. Das ist auch ein toller Rückspiegel. Der ist zweigeteilt. Und hier, wie ihr hier seht, dort ist eine Dashcam-Kamera drin, die ist im Spiegel integriert und ihr könnt direkt aufnehmen oder es nimmt automatisch auf und es wird einfach nur vor den Spiegel vorgeklipst. Auch eine tolle Sache. Auch bei der Stereoanlage sieht man erstmal recht wenig. Man sieht hier normales Radio. Ja, schöne Endstufe verbaut, passend Elektrik dazu. Hier ist es versteckt. Unter dem Sitz, kleine Klappe, da ist der Hochtöner drin. Wenn man jetzt in die Klappe reinguckt, ihr werdet nicht viel sehen. Ich versuche es trotzdem mal hier mit der Kamera. Da seht ihr die Frequenzweiche. Und unten drunter, guckt auf den Schaumstoff, und da drunter ist der Lautsprecher gebaut. Schön versteckt, man sieht nichts, super Sound, aber es bleibt alles original. Wie gesagt, H-Kennzeichen ruft. Hier hat der Michael noch was ganz was Tolles gebaut, denn viele haben ja Probleme mit der Dichtigkeit mit diesen Klappen. Das habe ich ja auch, hatte ich euch bei meiner Heckklappe gezeigt. Und hier will ich das euch mal zeigen, hier ist es
wie es original ist. Hier in diesem Spalt, ich hoffe, ihr seht das, da ist nichts drin. Ich mache mal die Klappe auf. So, dann sieht man das. Hier ist ja gar keine Dichtung. Die Dichtung sitzt hier mit an dem Keder hier drin. Aber dann hat man schon das Problem, dass das Wasser irgendwo hier reinläuft im Zweifelsfalle und dann hier vorsteht. Und wie man hier sieht, hier steht dann auch Wasser drin. Und das läuft bei mir tatsächlich unten drunter durch, unter dem Kederband durch und rein in die Heckklappe. Das ist beim Doppelboden natürlich eine schlimme Sache. Und hier gibt es jetzt eine Lösung, die zeige ich euch jetzt gleich mal. Und die Lösung sehen wir jetzt hier an der Aufbautür. Ich schleiche mal näher ran, damit ihr sie besser sehen könnt. Man sieht das eigentlich so gar nicht. Nur, wie ihr jetzt hier seht, hier das Schwarze, das ist die Gummidichtung. Und da ist sonst ein Luftspalt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Tür, wenn man sie jetzt aufmacht, merkt man schon, die geht so ein bisschen schwupp saugend auf. Und hier seht ihr jetzt die Dichtung. Hier. Und die wird in die Kante reingeklebt. Wenn man hier so guckt, wir können das so leicht sehen. Hier ist ja normal ein Hohlraum, sowieso ein U-Profil drin, das hier drin leer ist. Und da wird die Dichtung reingeklebt. Und dann, wenn wir jetzt die Tür zumachen, seht ihr das. Jetzt drückt die Dichtung richtig vor und damit ist es hier richtig schön abgeschlossen. Das werde ich mit Sicherheit bei meiner Heckklappe nachbauen und das werde ich euch dann zeigen. Dann schauen wir uns das Wohnmobil von innen an. Draußen wird Rasen gemäht. Wir sind hier auf dem Lande. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich gehe mal rein in das gute Stück. Und wir gucken uns erstmal die Raumaufteilung an. Wir haben hinten eine Sitzgruppe, die jetzt runtergelassen ist. Das ist hinten eine Dinette, wo man auch zu dritt sitzen kann. Der Tisch runtergelassen, dort zum Schlafen eingelassen. Hier hinter finden wir die Toilette, Schrank. Hier ist die Vierersitzgruppe, da kann man den Tisch auch runterlassen. Dort geht es dann zum Fahrerhaus. Und hier haben wir dann den Küchenblock. Küchenblock gucken wir uns auch an. Immer bedenken, das Fahrzeug kriegt ein H-Kennzeichen die nächsten Jahre. So kann eine Küche auch aussehen. Hier alles original, in der Originalausstattung. Dann gucken wir uns mal an, welche Verbesserungen hier vom Besitzer eingebaut worden sind. Wir haben hier, damit man das Holz nicht vermackelt, hier sind so die Knöpfe, um aufzumachen. Schön Metallplättchen vorgesetzt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, innen drin LED-Beleuchtung, hier über den Schalter geschaltet, bei jeder Klappe. Die Einsätze in so einem Hartstyropor, Styrodor oder wie sie das Zeug auch immer nennen macht, ausgeschnitten. Damit steht alles schön fest drin. Super gemacht, klappert nichts, übersichtlich. Und es ist schnell gemacht. Das ist ein guter Tipp. Dann, was wir hier auch sehen, überall LEDs. Hier seht ihr in der Dachluke eingesetzt LEDs. Dahinter LED-Stripes. Sieht man jetzt nicht so ganz so gut, weil es sehr hell ist. Hier sehen wir ein bisschen die ganze Elektrik. Das ist das Originalpanel. Hier eine Truma Umluftheizung und Warmwasserversorgung. Und hier die Anzeige für die Solaranlage, die auf dem Dach ist. Jetzt schauen wir mal hier weiter rein. Wir gucken uns mal das Bad an. Das Bad ist auch schön hell, auch recht groß. Viele von euch kennen ja sicherlich das Problem, dass hier beim Waschbecken oder bei der Duschtasse sich Risse bilden. Und hier hat er eine unheimlich tolle Lösung gefunden. Einfach hier eine größere Edelstahlplatte drunter gesetzt, schön ausgeschnitten, reingesetzt. Und damit sitzen die Armaturen stabil. Und damit ist das Problem der Risse auch erledigt. Das ist Dusche und Bad in einem. Hier seht ihr den Vorhang. Und hier auch die LED-Stripes reingeklebt, dass man ein schönes indirektes Licht hat. Von der Größe ist das Bad recht schön.
reicht voll aus. Neben dem Bad haben wir hier einen Schrank. Auch hier direkt mit einer Lampe versehen. Sobald man Klappen aufmacht, hat man hier Licht. Hier ist der Mast für die Antennenanlage, um die Antenne auszurichten. Und eben so den Kruschel, den man so braucht, wenn man in einem Wohnmobil lebt. Hier oben auch viel Stauraum rundherum. So sieht das Wohnmobil von innen aus. Jetzt werfen wir mal einen Blick hier unter die Sitzbank. Das ist die Sitzbank, die direkt in dem Fahrersitz ist. Ah, schöne Endstufe verbaut, passend Elektrik dazu. Hier der Wassertank, Frischwasser, sehr praktisch, mit einer großen Öffnung, sodass man den auch mit der Hand auswischen kann. Sehr schön gemacht. Hier haben wir noch eine Lösung, die werde ich mir abkupfern. Die ist aber original sogar. Das ist hier ein Mechanismus zum Rausziehen. Hier in Metallrohren, dadurch auch sehr stabil. Da kann man jetzt ein Holzbrett reinlegen mit Schaumstoff drauf. Dadurch wird das Bett vergrößert. Wenn man jetzt auf den Fußboden guckt, findet man hier Klappen. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dieses Fahrzeug hat einen Doppelboden. Doppelboden hat den Vorteil, dass es für den Winter besser isoliert ist und die ganze Installation ist in diesem Doppelboden. Das ist ganz gut, man hat es nicht unterm Auto. Hier sind die Frischwassertanks und Abwassertank auch im Fahrzeug verbaut. Ich mache euch das mal auf. So, hier sehen wir jetzt den Abwassertank. Da kommt man natürlich dann auch gut dran. Das ist auch gerade für den Service richtig gut. Bei mir ist das alles ziemlich blöd verbaut. Hier, was auch von dem Besitzer verbessert wurde, hier nochmal so ein Schnepper drin. Und noch ein bisschen Moosgummi drunter. Diesem Schnepper, der rastet dann hier auf das Gegenteil ein. Und damit sind die Klappen dann auch fest verriegelt. Hier haben wir mal eine Originalanleitung. Komplett von dem Fahrzeug. Richtig schön abgeheftet, alles dabei. Das ist immer wichtig, um auch verschiedene Sachen nachzuschlagen. Oder natürlich auch fürs H-Kennzeichen, wenn man da Dokumente braucht. Einmal komplett die Unterlagen. Ich glaube, die hat auch nicht jeder. Da kann man stolz drauf sein, wenn man das einmal so komplett hat. Einfach nur toll. Wirklich komplett hier mit Kontrollpanel und allem. Wie die Anschlüsse sind. Das muss man sich immer mühsam zusammensuchen. Auch hier, gerade für die Elektrik, ganz wichtig, Schaltplan dabei. Und dann natürlich die Manuals für die einzelnen verbauten Geräte, Kühlschrank und so weiter. So, jetzt fahren wir mal ein paar Meter mit dem guten Stück. Sind jetzt im dritten Gang, innerorts. Man muss sagen, die Geräuschkulisse, die ist wirklich gut. Es klappert nichts, man hört nichts. Da läuft ziemlich ruhig, also diese Abdichtmaßnahmen, hauptsächlich wohl auch gegen Windgeräusche, die bringen richtig was. Ja, wir fahren jetzt hier auf der Landstraße dran lang. Und hier mit 60, 70 unterwegs. Jetzt könnt ihr das alles im Betrieb mal sehen. Dashcam, Rückfahrkamera, die flackert ein bisschen, das liegt aber an der Synchronisation hier von der Kamera. Obwohl er kein Turbo hat, zieht er recht gut durch. Ich fahre jetzt hier mit 80 dran lang. Und wie ihr merkt, keine großen aufdringlichen Geräusche. Und das Beste, es klappert und rasselt nichts. Also die Arbeiten haben sich wirklich gelohnt. So, jetzt sitze ich mal hier hinten drin und auch mal zu testen, wie das ist. Wir fahren hier mit 80 Stundenkilometern über die Landstraße. Und wie ihr hört, hört man wenig. Es ist hier hinten wirklich angenehm ruhig. Kein Gepolter, kein Geknatsche. Und das ist hier eine Landstraße mit Schlaglöchern und allem drum und dran. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt. Gut, Michael, schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Michael, okay. Gute Fahrt. Ciao. Danke dir, bis dahin. Ciao. Das war die Vorstellung des Euramobils mit vielen Tipps und Tricks. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Hier findet ihr die Links zu weiteren Videos. Bis dahin, ciao, euer Werkstatt-Dino.